Haus, hallo liebe Freunde, wieder am Hustlen hier 24/7, der Boss. Ich hoffe, ihr auch. Gebt da Gas. Viele haben gefragt, kannst du nicht mal, lieber Boss, kannst du nicht mal das Inhaltsverzeichnis von deinem Buch posten? Mache ich heute mal. Da wisst ihr mal, in welche Richtung das geht. Das ist einfach Inhaltsverzeichnis. Ansonsten, Freunde, ich denke, ihr wisst selber, ihr seid die Stabilsten. Man muss es immer wieder so sagen und sich auch für den Support bedanken. Ich meine, wir haben jetzt hier 3, 4, 5 Tage lang dominiert auf der 1 bei Amazon, den Trump und den Sarrazin auf die Ränge verwiesen. Gut, jetzt hat der Sarrazin sich wieder hochgemogelt, kurz. Aber den Weg sind wir wieder weg, denn das ist Alpha, hoffentlich. Alle, die sich auf das Buch schon lange freuen, ich muss euch eine Warnung aussprechen. Also es ist jetzt hier kein Wischi-Waschi-Esoterik-Guru-Schönrede-Scheiß, wo ich euch ein bisschen gut zurede, sondern ich will, dass da wirklich was passiert. Und dann muss ich euch mit harter Hand anpacken, Homo, und dann mache ich den Drill-Instructor. Ist mir scheißegal, müsst ihr durch. Gut zureden von wegen, ja Junge, du bist toll, so wie du bist, und steh zu dir und du schaffst das schon alles, da braucht er gar nicht mit zu rechnen. Da fängt der Boss gar nicht erst mit an. Wir bringen nämlich einen Scheiß. Ich will, dass wirklich was passiert. Das bin ich euch auch schuldig. Nach dem ganzen jahrelangen Support. Ich will, dass bei euch sich was bewegt. Jemandem erklären, wie etwas funktioniert, ist immer relativ einfach. Meistens versteht derjenige das dann auch. Aber es in die Tat umsetzen, da scheitern 90% der Menschen. Warum? Mindset ist nicht stark. Das ist der springende Punkt, ihr müsst mir das glauben, Freunde. Wirklich, ihr müsst dieses Ding hier, was hier oben drin ist, stark machen. Da könnt ihr alles erreichen. Deswegen ist mein Buch kein Ratgeber, so und so, musst du mit Frauen reden oder so und dann machst du mal die und die Flirt-Taktik. So eine Scheiße brauchen wir nicht. Wenn wir ein starkes Inner-Game haben, dann brauchen wir diesen ganzen Kostümscheiß, den euch irgendwelche Pick-up-Artists erklären wollen, nicht. Wenn es jetzt nur ums Thema Frauen geht. Die ganzen Coaches und Lebensratgeber-Scheiß, da, den man da auf diesem Sektor findet, wo ich jetzt auch mein Buch rausbringe, das sind Tünnisse im Großteil. Das sind Tünnisse, die haben im Leben noch nichts gerissen und wollen euch was erzählen und tragen ein paar Kalendersprüche zusammen. Lasst die Scheiße sein. Ihr braucht was Vernünftiges. Sag das und das zu einer Frau, dann kriegst du sie rum. Mach nach dieser Formel deine Immobiliengeschäfte, dann wirst du mit Immobilienmillionär. Die ganze Kacke, ich kann es nicht mehr hören. Das greift doch alles nicht an der Wurzel an. Das ist Makulatur. Einen schönen Baum, der gedeihen soll, den musst du an der Wurzel angreifen und nicht an den Blättern rumschnipseln und versuchen daraus was zu machen. Deswegen sage ich es nochmal, ich habe hier keine Patentrezepte, wie du Millionär wirst oder wie du jede Alte abkriegst, aber ich habe das Patentrezept dafür, wie du ein starkes Mindset, eine starke Psyche entwickelst und da kommt der ganze Rest wie von alleine über die Dauer. Glaub es mir, das ist der Way. Und das ist das Thema meines Buches hauptsächlich. Hier kommt schon die Feuerwehr. So on fire ist das Buch. Es geht nicht darum, sich das Kostüm von jemand anders aufzuziehen, der mal Erfolg gehabt hat und es nachzumachen. Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Und ihr müsst ein starkes Mindset haben. Nachmachen ist scheiße, Bruder. Also Bruder, wie gesagt, ne, das bringt nichts, jemanden nachzuahmen. Man kann sich Vorbilder suchen, sich an denen orientieren, aber du bist ein Individuum. Du musst deinen eigenen Weg finden. Ja? Nur dann bist du auch glücklich. Im Endeffekt geht es darum, dass du glücklich wirst. Was reißt auf dieser Welt? So. Das kriegen wir hin. Amerika geholt. Ja, mega nice. Die habe ich dem Juicy aus Amerika mitgebracht. Und jetzt stellt sich raus, der Frankie hat ihm auch schon geschenkt. Es ist aber ja, auch 1:1. Es ist 1:1. Ich habe die Brille nicht an. Ne? Ja. Auch jeden auch Benzema Tag. Sein, ne? Smoke, 1, 2, 3. Ja. Ey, warte. Die Socken, die gehören nur jemandem. Ich musste nie Socken holen. Ich sag, komm, 3 für 2. Mach dich auf die Socken, kriegst da ganz neue Bedeutung, ne? Komm, Junge. Busy, er kam noch nicht dazu, das Inhaltsverzeichnis zu posten. Ihr wartet schon die ganze Zeit drauf. Aber, so Gott will, kommt es dann morgen. Seid gespannt. Alle sind gefickt. Alle sind gefickt. Vorbei, alles gefickt. Ihr habt ja keine Ahnung. Keine Ahnung haben wir. Die Frage ist dir, dieses Jahr kommt von links und rechts, knallt. Wie eine Dampfwalze, drüber, überall. Ich weiß ja gar nicht, woher, wissen gar nicht. Wie wenn du so einen hauchdünnen Pizzateig machst. Mit dem Nudelholz. Vorbei. Wir haben alles gefickt. Alles gefickt, alles wird gefickt. Scheiß auf alles.